Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben in der letzten Folge den Ex-Liebhaber unserer Schwester verprügelt, weil er anscheinend sehr untreu war mit einem sehr seltsamen Vibe. Aber egal, und hier haben wir noch eine Truhe. Was haben wir da so Schönes drin? 90, wie heißt das da? Flori? Das ist die Währung Flori? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war der schwere Tower. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der stand woanders. Das waren viele Glauben für. Oh Gott, Schmerz, lass nach. Ich will hier nur den Tower hochklettern. Bleibt cool, Freunde. Ich glaube, da kommt man erst später rauf. Ich glaube, das war der schwere. Wir werden gleich mal was nachprüfen. Aber erstmal. Weg mit dir. Na komm. Traut euch doch. Schön, dass sie alle noch keine Waffe haben. Genau, verpiss dich. Okay, einen Versuch würde ich gerne starten, hier hochzuklettern. Damit ich mir wirklich sicher bin, dass es der Tower ist, von dem ich rede. Und zwar klettern wir zuerst hier auf diese. Ich glaube, das war eine Kirche. Ach so. Ich komme hier schon nicht ohne Probleme hoch. Übrigens, in diesem Assassin's Creed Teil gibt es einige Dungeons mit ein paar Parcours-Passagen und auf die freue ich mich am meisten. Die werden wir noch zusammen machen. Alles kleine, einsammelbare werde ich auf jeden Fall alleine machen. Wie Truhen sammeln und so ein Kram. Ach, da geht's rein. Das ist eine Truhe. Und hier ist, glaube ich, der Punkt, an dem man nicht weiterkommt, jedenfalls noch nicht. Später kriegt man eine Fähigkeit, da kann man die Wände hochspringen. Und dann kommen wir da problemlos auch hoch. Insofern auf dieser Seite hier nichts ist. Nein. Ich habe so das Gefühl, reinkommen wir auch nur von anderen Seiten. Das war nicht so geplant, aber es war cool. Gehen wir weiter. Scheiß auf die Truhe. Ich habe gesagt, diese Truhen sammle ich alleine. Ich mache gerne die 100% bei Assassin's Creed Teilen, weil. Ich weiß nicht wieso, aber bei Assassin's Creed Teilen macht es mir am meisten Spaß, alles Mögliche zu sammeln. Bei allen anderen Games. Ja. So lala, kommt drauf an. Far Cry hatte ich auch Spaß, alles zu sammeln. Aber ansonsten habe ich nie wirklich überall alles gesammelt. Außer bei Tomb Raider, da habe ich auch noch alles gesammelt. Und lass uns erstmal runtergehen und unserer Schwester Bescheid sagen, dass alles gut ist. Ihr seht schon, die Karte ist vollgepackt mit irgendwelchen Sachen, die man machen kann. Da haben wir hier den Schmied, hier haben wir einen Brief. Kurierauftrag, das ist ein kleiner Kurierauftrag. Eigentlich können wir den auch machen, ne? Komm, wir machen den zuerst, bevor wir irgendwas starten. Aber die kann man auch machen. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Okay, akzeptiert. Casanova. Okay, die Briefe abliefern, bevor die Zeit abläuft. Gar kein Problem. Hoffe ich doch. Ah, hier stoßen wir schon auf das erste Problem. Ist der da oben? Nee, da ist sie doch. So. Du bist verdammt leise. Ja, kletter hoch, Ezio. Wartet erstmal eine halbe Stunde. So. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass wir, obwohl wir kein Assassine oder so sind, bereits hier überall rumklettern können. Ohne Ende, ohne Ausbildung im Klettern oder so. Ich meine, gut. Wenn man als junger Kerl die Lust drauf hat, zu klettern, kann man sich das aneignen, aber es ist halt ein verdammt großer Zufall, dass wir das schon können. Nur mal so gesagt. Wobei eigentlich kann das jeder Charakter. Auch die NPCs können klettern. Was alles ein bisschen sehr seltsam ist. Aber naja. So, bei dieser Person. Ja, Ezio. Ganz genau.
sind hier überall Gegner, ne? Wer bist denn du, mein Freund? Egal, ich ignoriere dich einfach. Das war eine Casanova-Quest? Ich will ihn richtig krass stoßen. Da, hey, was soll das denn? Tschüss! Jetzt ist er tot. Unsere erste Person getötet, Freunde. Die anderen haben wir nur K.O. geschlagen. Aber der ist tot. Na gut, war doch nicht so spannend, wie ich dachte, so ein Kurierauftrag. Das ist halt nur so 0850, renn dahin und macht das und dies. Mal gucken, vielleicht zwischendurch mal. Fürs Geld sammeln oder so. Kann man das gerne machen. Aber ich denke mal, fürs Zuschauen ist das jetzt nicht so spannend. Denn das ist so ein ultraschwerer Auftrag. So, Mutters, ich komme gleich zu dir. Hey. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Petruccios Geheimnis. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Okay, Federn sind etwas Sammelbares, das wird uns gleich erklärt. Und damit schalten wir auch eine Sache frei. Achso, das sind mehrere Federn. Ach, wieder auf Zeit. Ha, heute spielen wir auf Zeit, Freunde. Aber ist ja gar kein Problem. Ich bin trainierter Kletterer in Assassin's Creed. Die Frage ist nur, wo gehen wir zuerst hin? Links oder rechts? Ja, das ist schön, dass das die Casa de Haste nicht gesehen ist. Okay, rechts ist kürzer. Das heißt, wir laufen hier lang. Und ich finde das Design von Italien echt gut gemacht. Sieht ein bisschen, ja, ich weiß nicht, lebensfroher aus als damals in den Teilen von Assassin's Creed 1. Oder in dem Teil von Assassin's Creed 1. Da war das alles noch so steril. Na gut. Zeit ist abgelaufen, also wir haben keine Zeit mehr. Können wir hier hochklettern? Ja. Wir klettern hier kurz hoch und nehmen die Turm ein. Je früher wir damit anfangen, desto besser. Sehr schöne Musik, muss ich auch dazu sagen. Sehr schön. Von daher muss ich sagen, Assassin's Creed 2, der beste Teil von allen. Falls ihr ihn wirklich noch nicht gezockt habt, aber die anderen Teile schon, die neuen Teile, kann ich euch nur empfehlen, hier mal reinzuschauen. Entweder das Let's Play zu sehen oder es euch selber zu kaufen, was ja noch viel besser ist, weil dann könnt ihr das alles selber erleben. Hallo, tut mir leid, dass ich hier in den Nacken gesprungen bin. Mache ich sonst nie. Ah, ich will ihn euch rammen eigentlich. Schade. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Bei Zeiten, ja. So, Mutters. Du bist dran. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Wie schnell aus einer Verletzung auch eine Narbe werden kann, ne? Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Oh, da sehen wir schon ein Schlüsselstück in diesem Let's Play. Du sollst in die Lebensanzeige. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Ja. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Mörder? Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben.
Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Tja. Für alle, die das Spiel nicht kennen. Oh je. Oh je. So, kannst du mich endlich dahin bringen? Leonardos Werkstatt in Florenz. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause, Alter. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Jetzt soll ich das schleppen, oder was? So, Ezio. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Grazie, Madonna. Wie nett von euch. Tja, von Leonardo da Vinci. Mal wieder einer aus der historischen Tasche rausgegraben. Die Freunde von Ubisoft. Sag mal, läufst du mir in den Weg oder was? Selber schuld. Ich glaube, ich bin... Oh, sorry, ich bin da vorbeigelaufen. Ich wurde irritiert. Hätten schon längst hier sein sollen. Da steht sogar Auditore dran. Oder Auditore. Ja. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Ja, das war Leonardo da Vinci, den werden wir noch des Öfteren sehen. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern. Ein Freund der Familie. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene, ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Mal gucken. Mal gucken. Sonderzustellung. Zwei Briefe für Giovanni überbringen. Und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Das kriegen wir doch locker hin, Freunde. Ich habe heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Von daher sind wir durchtrainiert im Sachen abgeben. Was schreien die denn so rum? Nicht wie Arrigo. Ist das hier so eine Art Marktplatz, wo wir gerade schon sind? So, wo gehen wir denn zuerst hin? Der Taubenschlag wird wahrscheinlich da hinten sein. Giovanni hat den Brief versiegelt. Es wäre falsch, ihn zu öffnen. Ich wollte ihn nicht öffnen. Ich wollte auf die Karte. WTF. So. Ja, wir gehen von hier aus und dann weiter. Ja, das ist der denn. Und hoch. Das muss der Taubenschlag sein, ne? Oder auch nicht?
Immer ganz langsam, nicht zu hastig. Und dann erstmal die Truhe beklauen. Wobei, die Truhe beklaue ich ja nicht. Ich entnehme der Truhe etwas und beklaue jemand anderen. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Das, liebe Freunde, ist eine Hure. Und wenn ihr mehr wissen wollt von Huren, dann googelt es doch einfach mal. Einfach in Google Hure eingeben und schon wisst ihr Bescheid. So. Es sind aber ein paar zwielichtige Gestalten, oder? Findet ihr nicht? Mit denen der Giovanni verkehrt. Bin ich mal gespannt, wer die anderen Personen sind. Aber erstmal müssen wir da hinkommen, ne? Was? Also manchmal, backt das Springen ein bisschen rum. Aber ich denke mal, in den nächsten Teilen, irgendwann später, wird das alles ein bisschen smoother sein, ne? Ich meine, ich habe, wann habe ich zuletzt aufgehört zu spielen? Assassin's Creed 3 habe ich noch zu Ende gespielt und Black Flag wird hier dann für mich ziemlich blind sein. Nochmal so einer? Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Okay. Wir werden mit Rätseln überhäuft. Warum gibt uns Giovanni diese Aufgabe, wenn er doch weiß, mit wem wir uns treffen? Dass das alles ein bisschen eigenartig ist. Sollen wir jetzt hier hoch? Ja, war klar. Hier ist der Taubenschlag bestimmt, ne? Währenddessen wir beobachtet werden, aber mir ist das egal. Das war kacke. Oh nein. Hat der eine gerade gefragt, warum die Kapuze? Ich habe noch keine Kapuze an. Oh, Spoiler. Ich bin ein Assassine. Tschüss. Tempo, ich verliere Ecolo. Tempo, Patin. Tschüss. Oh. Sah ein bisschen seltsam aus. Halten, um eine alternative Sicht zu bekommen. Wenn alternative Kamera angezeigt wird. Aha! LB? Ist das die hier? Keine Ahnung. Okay, gehen wir zurück. Scheiß auf alternative Kamera, habe ich nie benutzt. Wird seinen Grund haben. In Turm befindet sich Geld. Huh, wer hätte es gedacht? Kaufen Sie Karten bei Kunsthändlern. Das werde ich tun und die Truhen dann alleine suchen. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich bei jedem Assassin's Creed Teil, als ich die immer gesucht habe, 2-3 Stunden gebraucht habe, einfach nur schlicht herumzulaufen und ein paar Sachen zu suchen. Also da wollt ihr definitiv nicht dabei sein. Glaubt mir mal. Das ist nur was für Leute, die wirklich eine Sammelkrankheit haben. Lootkrankheit. Vater? Federico! Oh! Serezio, es tut mir so leid, so leid! Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis! Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio! Claudia! Geht es dir gut? Ja, aber Mutter! Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Hat er mich vielleicht weggeschickt, weil er wollte, dass ich nicht erwischt werde?
Giovannis Zelle oben im Plazo della Signoria erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Dann mal schnell, Freunde. Dann mal schnell. Ist ja alles seltsam, ne? Super. Das einfach mal so... Mir nichts, dir nichts, die Leute verschwinden. Mein Bruder. Meine Brüder sogar. Und der Vater. Nur ich nicht, weil ich abwesend war, weil Herr Auditore mir einen Auftrag gegeben hat. Du sollst die Leiter hochklettern, Mensch. Da müssen wir hoch. Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle in der Nähe der Glaube ich zumindest. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus da oben. Was für ein komischer Mantel. Moment mal, hab ich euch schon mal gesehen. Ja, freut euch. Ich werde am besten mal hier hochklettern und von hier aus dann direkt auf das andere Gebäude rüberspringen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wobei, hier komme ich nirgendwo entlang. Das sieht doch gut aus. Und da ist noch eine Truhe, eine Feder, irgendwas. Man kann später auch Karten für die Federn kaufen. Das heißt, ich werde euch schon zeigen, was dabei rausspringt, sobald wir die Federn haben. Da, er haut ab. So, tschüss. Keine Zeit für dich. Ich muss hier hochklettern. Klettern ist meine Leidenschaft. Später wird es bei den Quests noch einzelne Schwierigkeiten geben, wie zum Beispiel, du darfst nicht entdeckt werden und so ein Kram. Das werden wir versuchen einzuhalten, ich kann es euch aber nicht versprechen, dass ich es hinkriege. Aber so habe ich das halt immer gemacht. Ich habe immer gehofft, dass ich es hinkriege und wenn ihr nicht, dann habe ich es normal gespielt. Also es ist jetzt nicht so, als dass ich irgendwie die Quest tausendmal wiederhole, nur weil ich es irgendwie einmal verkackt habe. Du sollst da runterklettern. Genau, jetzt muss ich mich fallen lassen und das riskieren. So kommen wir noch nicht hoch. Hier auch nicht. Aha. Aber jetzt müssen wir wieder nach links. So, und schon haben wir es geschafft. War doch gar nicht mal so schwer. Ezio. Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja, wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Vor allem, nutze deine Fähigkeit, um sie zu finden. Anstatt mir direkt zu sagen, wo es ist. Nein, nutze deine Fähigkeit. Und was, wenn ich es nicht finde? Naja. Oh Gott, das war nicht geplant. Aber gut, dass es geklappt hat. Dann laufen wir nochmal schnell zurück. Fisch. Ich hasse Fisch. Alter, guckt euch das an. Wie schnell sich die Wolken hier bewegen. Ist das nicht ein bisschen abstrakt? Gut, nicht mein Spiel. Ich hab's nicht entwickelt.
Die Entwickler müssen sich dabei was gedacht haben. Oh Gott, komme ich da rüber? Oh Gott, ja. Ich komme rüber, aber ganz knapp. Irgendwie war der Rückweg schneller als der Hinweg. Aber Freunde, was sich da nun befindet, was sich unser Vater ausgedacht hat, was wir da rausholen sollen, das erfahren wir dann erst wohl morgen. Wir sehen uns morgen wieder bei unserer Tür. Haut rein, euer Zero. Tschüss.